Warum opferst du uns jedes Mal? Wir sind doch nur Lichter. Weißt du warum? Komm, 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 komm. Hallo. Danke. Hallo. Ich kann gar nicht so schnell reagieren wie da. Aber geh doch mal tot! Oh. Mach irgendwas, bitte! Jesus, Alter, meine Güte! Hui! Ich hab das bei weitem nicht so scheiße in Erinnerung. So. Restlichen können sterben, ist mir scheißegal. Oh. So schwer habe ich das aber nicht in Erinnerung. Wirklich nicht. Oh. Ziemlich knapp, aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Bitte. Ah. Toll. Ach so, mehrfach. Yay! Hurra! Findet den Stern und ihr werdet belohnt. Natürlich ist das alles mit Zeit. Ja, wir haben denen zwar geholfen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir nicht auf Zeit hier irgendwas machen müssen. Gott sei Dank ist es ein Weihnachtsbaum und... Naja. Nehmen wir mal ernsthaft. Ne? Hallo? Darf ich? Ach nee, warte halt. Warte. Ich muss ganz kurz überlegen. Nee, warte, das war anders. Nee, halt, das war anders. Das war anders. Ah, ja. Stimmt, es war anders gewesen. Thomas anders. Ja, einfach ins Wasser rutscht. Die Steuerung hier ist auch... Wir müssen den Stern finden. Ja, warte. Wir wissen noch, wo der Stern ist. Keine Ahnung. Geil, ne? Steuerung. Steuerungslegistheniker-Spiel. Oh. Ich weiß echt nicht, was heute los ist, aber ich habe keine Lust mehr. Wirklich, ich mache heute nicht lange. Ich kriege hier einen richtigen Frobel gerade. Überall steuert der sich wie ein Spastiker. Oh. Dass ich mich jetzt bei Banjo-Kazooie aufregen muss, ist schon echt eigenartig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich mich bei Banjo-Kazooie aufregen muss, weil er so ein Steuerungslegistheniker ist. Das ist ja schon nicht mehr lustig. Ich habe den Stern gefunden, Alter. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Stern finden muss, aber ich habe den Stern ja eigentlich gefunden. Aber ich muss halt dreimal durchfliegen und mit diesem Steuerungsscheiß von dieser scheiß Xbox spielen das, glaube ich, auf N64 weiter. Da macht das ein bisschen mehr Steuerungsspaß. Also hier muss ich wirklich sagen, ist das echt grausig. Sei nicht behindert! Fickbär, ey!
Ich will mich bei diesem Spiel eigentlich echt nicht aufregen. Aber man muss. Man muss einfach. Besonders wenn die Steuerung so dreckig ist. Können wir auch das hier machen. Wir haben sowieso Zeit, das jetzt ist sowieso unendlich. Dann können wir auch noch schnell mal die Knöpfe vom Schneemann. Nee, ich wollte Eisbären sagen, aber es ist ein Schneemann. Dann können wir noch das schnell machen. Ausgeschissen. Es war absolut nicht geplant, dass das passiert. Steuerungslegasthenie! Ja, hau am besten ab. Ich komme hier nicht heil runter, ne? Ist euch bewusst, oder? Wir kommen hier nicht heil runter. Wir werden hier oben sterben. Wir werden hier oben jämmerlich sterben. Wir sind on top of the world, Alter. Unser Leben liegt bei 2 Waben. Ich habe gesagt, ich wollte nicht sterben. Nämlich kann ich ohne Grund 0 Kill Death. 0 Death Case, so rum. 0 Kill wäre erbärmlich. So, wir brauchen mal ein paar Eier. Da ist ein Loch. Keine Ahnung, was das Loch da sagt. Ich glaube nichts, oder? Es sagt einfach nur Loch. Ist aber auch sonst nichts, ne? Leider ist da sonst nichts. Okay. Ich komme hier nicht lebend runter. Ich werde so sterben. Jetzt habe ich natürlich auch gar keine Ahnung mehr, was das hier, was jetzt passiert, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Mein ganzes Leben noch nicht. Habe ich es mal auch weiterhin nicht gemacht. Mit ein. Hui, 2 Leben. So, dann wollen wir uns nochmal schnell mal das Puzzleteil holen. Dann wollen wir uns das Puzzleteil von unter die Beine holen, da, von dem Schneemann. Kann man die Musik aufhören, dieses Ding, 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 das ist ja... Yay! Da, 4 Stück. I won. Not dying. So. Unterm Schneemann ist noch eins. Und dann gucken wir mal zu der... Alter. Lass das mal. Ich habe echt kein Leben. Hört auf damit, bitte. Und dann gucken wir mal zu der Mungo-Wungo-Hütte, wa? Da hinten, da ist nämlich noch ein Leben obendrauf und das könnte richtig gut werden, weil das füllt dann unsere Lebensleiste wieder auf. Komm hier rüber. Ich will noch das haben. Da unten sind noch ein paar. Nee. Wie war das? So. Oh, das funktioniert gar nicht.
kann ich jetzt da rüber? Hä? Fliegen. Wir müssen fliegen. Oh fuck, das schaffe ich nicht. Oh! Scheiße, ey. Mach mich nicht schwach. Ich dachte, das heilt uns. Ich hab das in Erinnerung, dass es uns heilt. Fuck. Ah, wir haben nur ein Leben. 15. Warum ist noch ein Ingi Bingi? Ja, ist ja gut. Ich weiß ja, dass du da oben bist. 15 haben wir ja auch locker. Steuerung. Ah. Oh, doch nicht alle. Ich wollte gerade sagen, alle. Aber wir haben schon 91 Noten. So. Hallo. Mach mich zu deinem Opfer? Keine Ahnung. Wir sind ein fettes Walross. Wenn du jetzt ganz dick und große Zähne haben. Wir sind natürlich wehrlos. Das Einzige, wogegen wir uns jetzt wehren können, ist Wasser. Das tut uns nichts mehr. Weil wir nämlich jetzt knallhart sind. Oder einfach nur fett. Die letzten Noten. Da hätten wir, glaube ich, noch eine, ja. Dann haben wir alle 100 Noten hier gefunden. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Yeah, ihr habt alle Noten. Na! Damit habe ich nicht gerechnet. Der hat uns von hinten gebumst. Der Schlamützel da. Der hat uns einfach von hinten genommen. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das gebe ich zu. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das kam überraschend. Naja, gut. Habt ihr mich halt mal sterben sehen, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Spätestens im Click-Clock-Wood wäre das sowieso passiert. Ich gehe doch mal da hinten den Mojo-Bojo hören. Weil wir haben jetzt ja schon wieder 15 verbraucht. Jetzt haben wir nur noch 13 und ja. Es geht uns langsam aus. Wir haben Prediction, Alter, wie... Keine Ahnung was. Hallo! Wow, noch ein Walross, nimm das. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Dankeschön. Da kriegen wir dann natürlich auch sein Puzzleteil, ne? Und wir können in seine Höhle rein. Mit der wüsste, dass wir der stinkende Bär sind. Er freut sich voll über. Hi, Kumpel! Schau dich in Wusas Höhle ruhig ein wenig um. Keine Ahnung, ob du hier in der Höhle noch irgendwas hast. Geh mal hier lang. Keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht. So, wir können uns nicht wehren, also ist dieser Eisklumpen für uns gefährlich. Aber wir können, ehrlich, wir können hier hinten lang laufen. Ich weiß gar nicht, wo der andere von den da unten ist, der orange-gelb-Ding da. Weiß ich gar nicht, wo der ist. Wo
Verdammt. Ich habe wirklich keine Idee gerade. Da! Ich glaube, wenn wir uns jetzt in einen Bären verwandeln, bleibt er jetzt in seiner Höhle. Und wir können als Bär in eine Höhle gehen. Klar, ich glaube, der kackt uns dann an. Der kackt uns dann ans Bein, aber im Endeffekt, glaube ich, geht das. Man könnte erahnen, wo das Rennen endet, oder? So, wir finden hier wenigstens ein paar Leben. Warum nicht? 7 Leben haben wir also. So. Wir mussten. Er will nur gegen kleinere Gegner. Und wer ist kleiner als ein Walross? Ja. Hätte dass wir hier wirklich langlaufen können, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war jetzt eigentlich nur so ein Trick-Ding. Aber gut. Ich weiß leider nicht, wie viele Puzzleteile wir hier jetzt schon haben. Häuser sind eingeschneit. Oh, ich hätte so gern die ganzen Dinger hier fertig gemacht, aber ich kann das halt einfach nicht. Und die kosten uns halt einfach unendlich Leben. So. Walross. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpf auf den Schlitten. Na klar. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalom-Stangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los! Das ist schwer, das fand ich damals immer richtig, richtig schwer. Wohe! Wohe! Vor allem, weil er einen auch echt im Nacken sitzt, ne? Er sitzt dann halt auch wirklich im Nacken. Nein! Nein! Verkackt! Scheiße! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, gut. Du bist zu schlecht. Das macht keinen Spaß. Er hat dem Walross das Herz gebrochen. Spring auf den Schlitten und versuch es noch einmal. Na klar. Er hat doch noch am Ende verkackt. Es lief so gut. Es sah gut aus. Es sah gut aus, was wir gemacht haben. Es sah gut aus. Es war aber nicht gut. Es sah nur so aus. Mag die Sound-Samples von ihm. Wohe! Sackfalter hat uns überholt. Oh. Ich glaube, das Spiel gibt auch einen auch nicht, dass man so eine Chance hat, weißt du, dass er am Ende langsamer wird oder so. Du musst dranbleiben oder du verlierst. Konzentration. Es ist was von Need for Speed, aber es. Ja, wir sind volle Führung. Warte, wir bumsen ihn. Nein! Nein! In der letzten fucking Sekunde! In der letzten fucking Sekunde! Das gibt's doch gar nicht! Du scheiß Trippergesicht!
Oh, du alter Plüschbär, du. Oh, Gott sei Dank schmelzen die Eiskappen, dass du deinen Arbeitsplatz, vor allem deinen Lebensplatz verlierst. Dass er nicht auf Hüpfen schneller macht. Ich glaube nicht. Wir müssen ihn nur ein bisschen bodyblocken. Okay, Hüpfen geht eindeutig schneller bergauf. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Such mir einen schwächeren Gegner. Yay! Platz 1. Oh, hey! 7 Stück. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo der Rest ist. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo der Rest ist. In den Schneemann? Wir hatten das, wir hatten den anderen Schnee. Wir hatten das da hinten. Wir brauchen natürlich noch den Shizu-Ding da von den Jiu-Jitsus. Jiu-Jitsus, ey.